Ihre ehemalige Mannschaft heute in Spielberg empfangen, siegreich gewesen. Wie war's? Ja, aufgrund der Tabellensituation war natürlich für uns klar, dass wir 3 Punkte machen müssen. Deswegen ging es weniger gegen meine ehemalige Mannschaft, sondern es ging ums Überleben des SV Spielberg. Und ich denke, nach anfänglichen Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit haben wir nicht gut Fußball gespielt, waren wir dann in der zweiten Halbzeit schon die bessere Mannschaft und haben dann, denke ich, auch in der Höhe dann verdient gewonnen. Sie haben der Siegermannschaft aus Ravensburg den Vorzug heute gegeben, haben Sie auch in die Startelf geholt. Werden Sie das beibehalten? Na gut, das muss man abwarten. Das war jetzt einfach so, dass sich im Laufe der Woche rauskristallisiert hat, dass der eine oder andere Spieler, der ja in Ravensburg nicht dabei wieder spielen kann. Und ich hatte jetzt heute in der Anfangself 3 angeschlagene Spieler. Und von dem her wollte ich dann lieber dieselbe Mannschaft nochmal bringen, dass ich eigentlich von der Bank dann reagieren kann, weil wenn ich einen angeschlagenen Spieler einwechsle und den dann wieder auswechseln muss, ist natürlich nicht gut für die Mannschaft. Und deswegen, denke ich, habe ich der Mannschaft auch das Vertrauen gegeben, die in Ravensburg gespielt hat und die sich das Vertrauen natürlich auch durch die Leistung dort verdient hat. Nach 3 ungeschlagenen Spielen und dem Ende der Niederlagenserie, hat sich der Wind jetzt gedreht? Ich hoffe natürlich, dass wir den Schwung mitnehmen. Wie gesagt, sind immer noch einige Spiele angeschlagen. Jetzt können wir 2 Tage regenerieren. Wir müssen natürlich trotzdem weitermachen. Die Tabellensituation ist nach wie vor eng. Und dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen und denken, wir hätten was erreicht. Wir sind immer noch nicht auf der sicheren Seite. Aber ich glaube, für die Köpfe und für die ganze Situation war es wichtig, dass wir jetzt mal wieder erfolgreich spielen, dass wir mal wieder Spiele gewinnen. Und das macht auch die Trainingswoche dann leichter. Und deswegen hoffe ich natürlich schon, dass es eine gewisse Trendwende war. Aber wie gesagt, wir müssen konzentriert weitermachen, dass wir die Liga halten. Wie hat sich denn jetzt die Verletzten-Situation weiterentwickelt? So viel ich mitbekommen habe, ist es weiterhin angespannt? Ja, es sind natürlich immer noch viele Spieler, die fehlen. Mit Phil Weimer, mit Max Gnon, mit Marius Schäfer, ohne jemanden zu vergessen. Wen habe ich noch vergessen? Ja, es ist so, dass der eine oder andere dann wieder ins Training zurückkehrt. Aber wenn man mal 6-8 Wochen aus dem Trainingsbetrieb draußen war, dann kann man natürlich auch nicht gleich wieder bei 100% sein. Im Moment, heute hatte ich ja die Möglichkeit zu wechseln. Das war in Ravensburg nicht der Fall. Und von dem her hoffe ich, dass sich der eine oder andere wieder erholt und dass man dann einfach mehr Möglichkeiten hat, auch taktische Veränderungen im Spiel vorzunehmen. Ein kurzes Wort zur Entwicklung der Spielervereinigung Neckar-Elz. Was für eine Mannschaft haben Sie heute gesehen? Erkennen Sie sie überhaupt wieder oder ist es eine völlig fremde Mannschaft für Sie jetzt geworden? Ja, völlig fremd ist es nicht, aber sagen wir, zu meiner Zeit, wo wir da sagen wir, in der Oberligaspitze oder in der Regionalliga unterwegs waren, mit dem ist der Kader natürlich nicht mehr zu vergleichen. Die Mannschaft hat viele junge Spieler drin, die einfach erst sich im aktiven Bereich dann beweisen müssen. Und von dem her wünsche ich natürlich, der Klassenerhalt in der Oberliga ist dann immer möglich, dass ich dann nächstes Jahr in der Verbandsliga jetzt mit dem Stefan Strehrath als sportlichen Leiter und mit Marc Ritschel, mit denen ich ja mit beiden jahrelang zusammengearbeitet habe, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, um wieder bessere Zeiten zu sehen und dass sie sich hoffentlich dann in der Verbandsliga etablieren und vielleicht dann auch wieder nach einer Gesundungsphase wieder die Oberliga angreifen können. Ein paar Worte zum nächsten Spiel gegen Sandhausen 2. Was erwartet Sie da oder was erwarten Sie für ein Spiel? Abstiegskampf. Es geht weiter. Sandhausen ist ja nicht weit von uns weg. Jetzt haben wir 3-mal erfolgreich gespielt. Ich hoffe, wir können die Serie fortsetzen. Wird ein schweres Spiel werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir nicht ohne Punkte dort wegfahren. Herr Hogen, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank.